Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Das Jahr ist beinahe rum und irgendwie habe ich das Gefühl, das war mit das beste Gaming-Jahr, was ich jemals miterlebt habe. Mit die besten Games sind dieses Jahr rausgekommen. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich mal ein ganz cooler Grund, eine ganz coole Gelegenheit, eine Liste zu erstellen von allen Top-Games, die ich dieses Jahr gespielt habe. Eine Sache vorweg, das ist hier alles meine eigene Meinung. Also, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist das super für euch. Hier geht es natürlich nur darum, wie ich das finde. Vielleicht deckt sich das ein bisschen was mit eurer Meinung, vielleicht auch nicht. Und ich muss dazu sagen, sowas wie Baldur's Gate zum Beispiel habe ich gar nicht gespielt. Deswegen werdet ihr Baldur's Gate zum Beispiel nicht auf der Liste sehen. Aber jetzt ganz viel Spaß mit meinen Top Games von 2023. Es war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, da eine Reihenfolge reinzubringen. Das Einzige, wo ich mir 100% sicher bin, ist, was das Schlechteste ist, was ich dieses Jahr gespielt habe. Gollum war für mich das Schlimmste, was ich je in irgendeinem Jahr gespielt habe. Den Start auf meiner Liste macht Sons of the Forest. Das Ganze ging am 23. Februar in den Early Access und wird Anfang 2024 den Early Access verlassen und dann als Full Release rauskommen. Und da werde ich da bestimmt auch nochmal reinschauen. Obwohl der Start etwas holprig war bei Sons, muss ich sagen, finde ich, hat es auf jeden Fall einen Platz in meiner Liste, auch wenn es am Schlusslicht ist, verdient. Weiter geht's mit Illusion Island. Damit kann der ein oder andere vielleicht gar nichts anfangen. Das ist ein Nintendo Switch Exclusive gewesen, was ich sehr, sehr gerne mit meiner Freundin zusammengespielt habe. Leider muss ich sagen, hat es nicht ganz das getroffen, was ich mir erhofft hatte. Ich hatte mir ein bisschen mehr Mario-Feeling oder Oldschool wie Castle of Illusion mit einzelnen abgeschlossenen Leveln gewünscht. Letztlich war es ein Metroidvania, ein Genre, das ich eigentlich gar nicht mag, aber gerade im Koop hat es trotzdem mega viel Spaß gemacht. Noch ein Nintendo-Exclusive dieses Jahr war Mario Bros. Wonder. Habe ich ebenfalls im Koop mit meiner Freundin gespielt. Leider muss ich sagen, hat mich das Game nicht so abgeholt. Gerade im Vergleich mit dem Wii-Teil war der Schwierigkeitsgrad viel zu gering. Und eine Sache, die ich hier auf jeden Fall mal festhalten will: Das Game war vom Start weg fertig. Keine komischen Updates oder irgendein Content, der nachgereicht werden musste. Das muss man ja heutzutage auch mal positiv hervorheben. Als nächstes haben wir auf der Liste ein Indie-Perle. Am 30. März kam das raus. Das hatte mich tatsächlich wirklich überrascht. Dredge hat mich so krass gefesselt, dass ich es in einem viel, viel, viel zu langen Stream durchgespielt habe. Ein Game, das ich wirklich jedem ans Herz legen würde, wer es noch nicht gespielt hat. Spannung, mega grindig, mega schön Design, schnelles Gameplay und hat mir persönlich sehr gut gefallen. Auf Platz 5 habe ich ein Game, da habe ich irgendwie ganz doll gemischte Gefühle, und zwar Lords of the Fallen. Das hatte bestimmt mit den holprigsten Start eines Games, das ich je miterlebt habe. Am Release-Tag war es komplett, also quasi unspielbar, weil es so doll geleckt hat. Vielleicht war der ein oder andere von euch im Stream mit dabei, aber es hat so doll geleckt, dass es eigentlich nicht spielbar war. Die Gegnerdichte und KI waren unfassbar unfair. Wobei man aber sagen muss, mittlerweile kamen sehr, sehr viele Patches raus und mittlerweile lässt es sich wirklich richtig, richtig nice spielen. Und ich bin auch gerade dabei, hier eine Platin rauszuhauen. Da wird es bestimmt auch nochmal ein gesondertes Video zu kommen, wie ich die Platin zu bekommen habe. Ein kleiner Spoiler, die war ultra, beziehungsweise ist ultra, ultra schwer. Auf Platz 4 haben wir Diablo 4. Ich weiß, das wird viele wahrscheinlich schocken, wieso es nicht auf der 1 ist, obwohl ich da über 1000 Stunden drin verbraten habe, meinen ganzen Kanal in 2023 quasi darauf ausgerichtet habe und dass meine Top-Kategorie auf Twitch ist. Aber ich muss einfach sagen, dass die Kritik auch an mir nicht so einfach vorbeigegangen ist. Versteht mich nicht falsch, das Game ist großartig. Ich habe es für mich persönlich auf Platz 4, aber ist halt auch nicht perfekt. Was ich am meisten ankotzt, ist dieser Online-Zwang. Ich muss einfach sagen, mit dem Offline-Modus wäre ich damit so viel glücklicher mit dem Game. Aber trotzdem ein verdienter vierter Platz. Jetzt geht's los mit dem Treppchen und den ersten Platz, Platz 3 auf dem Treppchen, macht Hogwarts Legacy. Auch wenn ich sagen muss, dass Hogwarts Legacy null Spielwiederspielwert
und kein Endgame-Content hat, ist es fantastisch. Vielleicht steckt da auch ein bisschen meine Harry Potter-Liebe mit drin, kann sein. Aber diese riesige Open World, schön designt, alles vertont, smoothes Gameplay, relativ okaye Story und vieles mehr. Und ich muss sagen, beim Footage aufnehmen hier für das Video, muss ich sagen, habe ich doch ein bisschen Lust bekommen, das Game nochmal reinzuhauen und nochmal neu zu starten. Also so viel zum Wiederspielwert. Auf Platz 1 und auf Platz 2 habe ich mich wirklich extrem schwer getan, aber ich habe mich festgelegt. Auf der 2 Lies of P, oder wie ich es so gerne in der Vergangenheit genannt habe, Lies of Pi. Für mich das beste Souls-like, das ich je gespielt habe. Es gibt keine unterschiedlichen Charakterklassen zum Start. Es gibt keinen Charakter-Editor. Es gibt keine Zauber. Es gibt keine Rüstungen. Es gibt keinen Multiplayer. Und trotzdem ist es für mich so ein grandioses Game. Wäre das Game ein wenig länger und hätte einen Multiplayer, wäre es sogar für mich auf der 1, glaube ich. Aber gerade der fehlende Multiplayer, der für mich mega wichtig ist in Souls-like, ist für mich der mit einzige große Kritikpunkt und der Grund, wieso Lies of P nur in Anführungsstrichen auf Platz 2 ist. Und auf der 1, die mich schon länger verfolgen, die können sich schon vorstellen, was auf der 1 ist. Auf der 1 kann es nur ein Spiel geben und ich bin erschüttert, dass es nicht Game of the Year geworden ist. Zelda Tears of the Kingdom. Hier stimmt einfach alles. Alleine die Arbeit, die hier drin steckt, die Liebe zum Detail, die unfassbare Cleverness der Entwickler, dass die Switch nicht explodiert, wenn ich von 2 Kilometer über der Erde unter die Erde in einen Affenzahn fliege und alles ohne Ladezeit gerendert wird. Ich alles mit allem verbinden kann, die Physik-Engine dich komplett auseinanderbricht, das hat mich alles so sprachlos gemacht. Und das ist für mich der Grund, wieso Tears of the Kingdom für mich ganz klar die Nummer 1 dieses Jahr verdient hat. Für Zelda-Verhältnisse war auch die Story so unfassbar nice, dass ich mir am Ende sogar eine Träne verkneifen musste. Das war meine Top 10, wobei, wer aufgepasst hat, wird gemerkt haben, da fehlt doch noch ein Spiel, das waren nur 9. Das ist richtig, ich habe mir einen Platz aufgespart für euch. Sagt mir doch mal unten in den Kommentaren, was war euer Top-Spiel 2023? Was war für euch, ganz persönlich, egal ob AAA, Indie, was war für euch das beste Spiel 2023? Und eins möchte ich noch sagen, es gibt auch ein Spiel, worauf ich mich am meisten 2024 freue. Und das ist ganz klar Skull and Bones. Ich habe die Beta gespielt, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ansonsten schaut doch mal das Video, was ich euch verlinke an. Hat mir mega viel Spaß gemacht und da freue ich mich am meisten 2024 drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir wie gesagt gerne euer Top-Game 2023 unten in die Kommentare. Ich würde mich selber auf Follow freuen. Habt einen guten Rutsch, frohe Weihnachten an euch und lasst ein Follow und ein Like auf dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.